Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Als kleine Übersicht: Deutschland in seinen heutigen Bundesländern, Jahrhunderte um uns herum, ob römisch, mittelalterlich oder neueren Datums, Sehenswürdigkeiten aus Holz und Stein erzählen vom Leben der einfachen Leute, die nicht so oft in den Geschichtsbüchern auftauchten. Doch hier in diesen grau markierten Kreisen, da haben wir uns vor einigen Jahren, für einige Jahre, auf den Weg gemacht, zu sehen, was zu sehen ist und zu hören, was zu hören ist. Und heut. Die Reichsstadt Dinkelsbühl. Reichsstädte. Sinnbild der aufstrebenden Macht seit dem 13. Jahrhundert, und Dinkelsbühl hat eins der am besten erhaltenen Stadtbilder. Da liegt es im Kreise Ansbach, rot markiert im grünen Frankenland, heute ein Teil Bayerns. Eine kleine Übersichtskarte: Hier liegt Dinkelsbühl, unweit Rothenburg, aber auch die markgräfliche Hauptstadt Ansbach. Umgeben, wir sehen es hier vom Norden, große Wasserflächen. Zum Schutz aus der Wernitz gespeist, hier der Feuersee. Und die Stadtmauer, die hohe hintere Mauer und die vordere Zwingermauer. Beinahe vollständig ist die Stadtmauer erhalten, nur der Wehrgang ist meistens nicht mehr ergänzt worden. Doch dieses Stadtbild mit der Stadtbefestigung, das, wie vieles in Bayern, verdanken wir König Ludwig I., der 1826 den Denkmalschutzerlass erließ. Ihr seht eine Übersicht. Unregelmäßig sieht die Stadt aus. Hier im Norden, da ist am Rothenburger Tor noch die alte Stadtmauer in ganzer Höhe mit Schießscharten vorhanden und davor eine Zwingermauer. Das Ganze geschützt durch, von der Wernitz gespeist, dem Feuersee. Das Tor selbst stammt aus alter Zeit, das Rothenburger Tor. Die Stadt erhielt 1305 Ulmer Stadtrecht und ab 1355 war sie Reichsstadt. Das heißt, sie war gemacht. Naja, sagen wir es mal so rum, sie war Zentrum von Interessen, aber auch von Neid. Hier, der Turm selbst, der Hauptturm, stammt aus dem 14. Jahrhundert. Doch schon bald machte die Waffentechnik es nötig, Vortore und weitere Bollwerke anzubringen, 15. bis 16. Jahrhundert. Gewaltige Toranlagen mit Zwischentoren. So sieht das von oben aus. Das war aber sehr aufwendig. Natürlich. Die Fallgatter und schweren eisernen Doppeltore sind nicht mehr vorhanden. Das wäre dann doch etwas zu hinderlich. Aber wir sehen nun hier auf der Ostseite, da gehen wir mal die Stadtbefestigung entlang, was das für ein Ausmaß war und für ein Aufwand. Natürlich, die Städte, die Reichsstädte, die hatten eigene Regierung, wenn man so sagen darf, hatten eigenes Geld, Handel, Wandel, Gewerbe und erzeugten den Neid der Adligen. Das schaukelte sich über Jahrhunderte auf. Hier seht Teile des Stadtgrabens verfüllt, jetzt als Wiese und Feld genutzt. Hier ein Bollwerk, der Rest desselben, für Geschütz aus dem 16. Jahrhundert. Wir kommen hier ans Wörnitzer Tor, das zur Wörnitz führt. Seht über der Durchfahrt stolz das Wappen der Dinkel und rechts der Adler der Reichsstädte. Frei und mächtig, sie waren zu Bünden zusammengeschlossen. Schwäbischer Städtebund, Rheinischer Städtebund, sie schützten sich gegenseitig, das mussten sie auch. Hier seht ihr das Vortor, ist hier ein bisschen aufgeschnitten, kann man sagen. Das Obergeschoss fehlt, aber so bekommt man einen Einblick. Jetzt gehen wir weiter Richtung Süden, der Bäuerleinsturm, und erreichen schließlich im Südosten das relativ schmale Ende mit zwei sehr markanten Bauwerken. Hier sehen wir das in Kombination. Die Stadtwache übt gerade mit Hackenbüchs und Doppelschwert, Mühlenbastion und Nördlinger Tor. Die Stadttore hatten immer den Namen zur nächstgrößeren Stadt, zu der sie führten, hier eben nach Nördlingen. Und hier sehen wir die Mühlenbastion, gespeist von der Wörnitz. Warum baute man sie nicht innerhalb der Stadt, diese Mühle, und leitete den Fluss rein? Naja, Frühjahrshochwasser konnten ganz schöne Verwüstungen hervorrufen.
Deswegen besser die Mühle nach draußen belassen, stark befestigt, eine weitere Wehrbastion zur Verstärkung der Stadtmauer. Und das brachte der Stadt viel ein. Es ist so, dass natürlich gewaltige Summen der Stadt, des Stadtsäckels, in die Verteidigung mussten. Denn oftmals gab es nicht nur gerichtlichen Streit mit den Adligen. Da war es eben gut, wenn man geschützt war, wenn man nicht einfach eingenommen und niedergebrannt werden konnte. Ja, wilde Zeiten waren das. Wir schauen jetzt hier im Südwesten über die Westseite entlang nach Norden. Und auch hier sehen wir wiederum der Saalwartenturm nahe des Nördlinger Tors. Ein Rundturm diesmal mit Schießscharten. Die vorderen Gebäulichkeiten, natürlich erst später hinzugefügt. Ansonsten war alles freies Schussfeld, ohne Baum, ohne Strauch. Seht hier, die alten Eingänge in die Türme. Und auch hier die Stadtmauer, dank dem Denkmalschutzerlass von König Ludwig I., noch in vollem Umfang. Ja, aber was war denn jetzt der Grund für diese starke Befestigung? Naja, sehen wir es uns mal hier an. Unter den Fürstbischöfen von Würzburg bekamen die Hohenzollern Ansbach als erbliche Vogtei. Schon bald, die Hohenzollern waren ein aufstrebendes Adelsgeschlecht, wurden sie Burggrafen von Nürnberg. Markgrafen auch, denn sie heirateten ein nach Brandenburg. Doch als Nürnberg Reichsstadt geworden war, da hatten sich Bürger und die Hohenzollern ganz böse in der Wolle, über Generationen. Und das ging nicht friedlich ab. Nein, da sprachen die Waffen mit Hunderten von Leibeigenen, auch Söldnern und dienstbaren Adligen. Die Reichsstädte im Handel groß geworden, suchten natürlich die Adligen mit ihren alten Wege- und Zollrechten abzuwürgen. Das ließen die sich nicht gern gefallen. Handelszüge meist schwer bewacht und bewaffnet, damit nicht einfach ein Aufheben, wie man es damals nannte, passieren konnte. 1449, da brach sich der Zorn gewaltig Bahn. Der Markgraf Albrecht Alcibiades über 3 Monate. Hunderte von Bewaffneten gegen die Reichsstadt Nürnberg und das Fürstbistum. Und Hass und Zerstörung. Und niemand zählte die Toten und das Leid. 1552 der zweite Markgrafenkrieg. Der Name Albrecht war beliebt. Zehntausende zogen aber bis vor die Reichsstadt Frankfurt, Nürnberg und vor Mainz. Zählt nicht die Toten und das Leid. Es war furchtbar. Deswegen war es gut, dass eine Stadt bestens befestigt war. Auch normale Landstädte mussten das sein. Doch bei den Reichsstädten mit ihren reichen Vorkommen, Gold, Geld und Waren war das besonders wichtig. Hier sind wir am Segringer Tor. Führt nach Segringen. Das schöne Helmhäubchen, Zwiebelhaube genannt, aus dem 18. Jahrhundert. Hier wiederum die Stadtmauer. Und hier sind wir schließlich am grünen Turm. Der trägt im unteren Bereich über dem Gebüsch einen Kranz aus Kragsteinen. Da verlief früher der Wehrgang herum. Und schließlich gelangen wir zum Faulturm. Der schließt unseren kleinen Rundgang ab. Sehen wir uns nochmal den Grundriss an. Im 14. Jahrhundert wurde die Stadtbefestigung in ihren heutigen Ausmaßen erlassen. Die Stadt selbst wurde nie strategisch geplant, sondern wuchs mehr. Das sehen wir auch sofort, wenn wir das innen betrachten. Das scheint ein Konglomerat, reicht aus dem 14. Jahrhundert, der Bauepoche der Gotik, bis ins 18. Jahrhundert, der Bauepoche der Renaissance. Seht hier, der Bäuerleinsturm aus der Innenstadt mit Gebäulichkeiten einfacher Bürger, 18. Jahrhundert. Natürlich, das kann auch 18. Jahrhundert hervorbringen. Bester Barock, der Neubau der Deutschordenskommende. Auch der Deutsche Orden suchte Handel und Stützpunkt in Reichsstädten. Hier haben wir das sogenannte Alte Rathaus, ein großer Speicherbau. Noch oben im Dachgiebel die Ladeluken zu erkennen. Man musste in der Stadt, wo es geschützt war, die Waren der Produktion und Manufaktur, aber auch Ernten und Früchte lagern. Hier haben wir die große Kornscheune. Da konnte einiges untergebracht werden. Fachwerk vom Feinsten auf steinernem Stock und selbst heute noch in bestem Stand gehalten. Was nicht gerade billig ist. Aber man hält viel drauf. Dank König Ludwigs ist es möglich. Hier der Marktplatz. Häuser aus dem 16. Jahrhundert,
der Zeit der Renaissance, wie man das nennt, die haben ja das Rathaus selbst. Die Stadt wurde regiert vom Stadtrat, der setzte sich zusammen aus den gut betuchten Handelsleuten, Stadtadel genannt, auch einigen Adligen, die in die Stadt gekommen waren, Bürger wurden, und natürlich Vertretern der Gilden, der Zünfte. Denn Wollweberei, Tuchmacherei und Sichelschmieden, das waren die Hauptproduktionsmerkmale von Dinkelsbühl. Natürlich gibt es hier auch andere Häuser, seht mal, vom 18. Jahrhundert auf der linken Seite bis ins 16. Jahrhundert. Giebelständig nennt man die mit der Giebelseite zur Straße stehen. Noch heute erkennt man oben, inzwischen als Fenster und Wohnraum genutzt, die ehemaligen Speicherböden. Da wurde außen mit Winden hochgezogen. Es gab von ihnen keine Treppen wegen der Ratten. Hier seht eine andere bauliche Besonderheit. Die Häuser hier in der Mitte, zwei starke Mauern, das waren einst getrennte Häuser. Und dann hat man sie gekauft, zusammengelegt und oben ein großes dreistöckiges Speichergeschoss aufgesetzt. Das ist auch recht nett. Das heißt, baulich gibt's hier in Dinkelsbühl jede Variante, alle Jahrhunderte, wenn man so sagen darf. Und ist das jetzt eine Kirche oder sowohl als auch? Es ist ja recht beengt in Dinkelsbühl und kommt immer auf den Standpunkt an. Hier sind wir an der Stadtkirche St. Georg. Diese Kirche wurde im Zeitgeschmack der Gotik neu erbaut. Man sieht noch am Untergeschoss des Turmes romanische Reste, ursprünglich aus dem späten 13. Jahrhundert stammend. Dann hat man sie im 14. und 15. Jahrhundert neu erbaut. Reich war die Stadt. Die ein oder andere, hier eine Grabinschrift, findet sich im Stein gemeißelt, 1492. Da war Herr Carolus Werinter und seine Hausfrau. Ja. Und einer der berühmtesten Söhne, Nikolaus von Dinkelsbühl, ist auch hier in Stein verewigt. Er war einer, ja, Rektor und Domherr der Universität in Wien und einer der Teilnehmer am Konzil von Konstanz 1415, wo Johannes Hus verbrannt wurde. Das waren so die Vorwehen des Protestantismus, wenn man sagen darf. Seht auch den Beitrag Meersburg am Bodensee und Martin Luther. Was hat denn der mit dem Meersburg zu tun? Naja, Martin Luther, der Protestant, sorgte dafür, dass Meersburg katholisch blieb. Schaut mal rein. Doch zurück zur Stadtkirche. Schaut hier. Über Jahrzehnte zog sich der Neubau hin. Die Markgrafenkriege kosteten halt Geld und so ist jeder Bauabschnitt mit einer Inschrift dokumentiert. Prachtvoll heute die Zugangstüren, bestes Barock mit Intarsien und innen, ganz dem Geschmack der Reichsstädte entsprechend, Pracht und Raum. Die Ausstattung 18. Jahrhundert, also Barock. Ja, Dinkelsbühl konvertierte zum Protestantismus, allerdings nur so zur Hälfte und der Stadtrat geriet sich gegenseitig in die Wolle, was die Stadt ein bisschen ab dem 16. Jahrhundert dann in den Abgang führte. So ganz untergegangen ist sie nie, aber sie erblühte auch nicht so. Alles ist vergänglich, Kater. Ja, du hast recht. So auch dieser kleine Beitrag, denn wir sind am Ende angelangt, als Hinweis, ein Beitrag der Serie 3 und es gibt weitere Serien mit interessanten Beiträgen. Schaut bei Gelegenheit mal rein. Es sei noch angemerkt, in der Serie 5 gibt es einen Beitrag Dorf, Stadt und Reichsstadt. Da gehen wir auf die Besonderheiten ein, was die Reichsstadt so hervorhob. Für diesmal hat diese Geschichte ihren Abgang gefunden. Gehabt euch wohl!